Südtirol, 14. Mai 2016. Mit weiß-roten Flaggen fordern tausende heimatliebende Menschen die Unabhängigkeit und die Freiheit ihres Landes. Die Devise lautet IRZ, so wie es die Tiroler in ihrem Volksmund ausdrücken. Die Südtiroler haben ein klares Ziel vor ihren Augen. Sie fordern das lang ersehnte Los von Rom. Und wie der Name Unabhängigkeitstag schon sagt, steht dieser Tag heute für viele von unter uns für eine Vision, für ein Ziel von einem freien Südtirol. Aber da es viele Formen, Ansichten und Ideen von Freiheit und Unabhängigkeit gibt, der Gedanke von Selbstbestimmung, nicht nur hier in Südtirol, sondern quer über Europa, ja in der ganzen Welt verstreut ist, und da Kommunikation und Miteinander reden eines der Grundpfeiler unserer Gesellschaft, unserer Zivilisation ist, wollen wir heute Bruneck zu einem Tag des Austausches und der Begegnung machen. Es ist ein Volksfest der besonderen Art, ein stimmungsvolles Fest für Jung und Alt und zugleich eine atemberaubende Willenserklärung mitten in der Riensstadt Bruneck. Abgesehen davon, dass die Südtiroler kulturell und sprachlich überhaupt nicht zu Italien gehören, haben die Menschen erkannt, dass es auch ohne Italien geht und dass Italien die eigene Entwicklung bremst. Sie sind überzeugt, dass es der Weg der Unabhängigkeit ist, den es zu beschreiten gilt. Auch andere nach Unabhängigkeit strebende Völker aus ganz Europa sind dabei. Vertreter aus Katalonien, Flandern, Schottland, Venetien, Bayern, Triest, der Lombardei und dem Baskenland. Eines haben diese Völker alle gemeinsam. Sie wollen selbst über ihre Zukunft bestimmen. Seite an Seite kämpfen sie mit den Südtirolern für eine echte Freiheit ohne Fremdbestimmung. Zu Beginn der Veranstaltung sorgt die Pusterer Musikgruppe Volksrock für eine ausgelassene Stimmung. Die deutschen Landtagsparteien stellen an Informationsständen ihre Zukunftsvisionen vor. Eine eigens herausgegebene Veranstaltungszeitung informiert die Besucher über die Unabhängigkeitsbestrebungen und die verschiedenen Loslösungsmodelle. Der Gastgeber der Veranstaltung, der Südtiroler Schützenbund selbst, bekennt sich zur Selbstbestimmung und zur Einheit des Landes Tirol. Am Rathausplatz kann man die Freiheitsgedanken der Besucher regelrecht spüren. Es muss endlich was geschehen, so der breite Tenor. Die Südtiroler müssen selbst frei bestimmen können, wo und wie sie leben wollen. Wir schaffen es. Das Programm des Volksfestes ist umfangreich. Besondere Farbe verleihen der Veranstaltung Tiroler Volks- und Brauchtumsgruppen. Volkstanzgruppen, Schuhplattlergruppen, Alphornbläser, böhmische Musikgruppen, Schwegler, Trommler, viele Gorstelschnöller und Zirchorgelspieler. Sänger und viele mehr stellen ihr Können unter Beweis. An einem Schießstand können die Besucher ihr Auge üben. Auch die Jüngsten sind bestens unterhalten und so mancher bekennt sich schon früh zu seinen Wurzeln. Beim Staffellauf kommt auch der sportliche Aspekt nicht zu kurz. Aber nicht nur körperlich sind die Südtiroler in Bewegung, sie sind es besonders geistig und sie sehen mit Zuversicht nach vorne. Es folgen Grußworte der europäischen Völker. Anschließend feuert Anna Arque aus Katalonien an. But what these states do every time they deny us, what these states do every time they are against our universal right to self-determination is actually politically corrupted. They are indecent and we are the ones to point it out and make sure that they are shameful to not defend what is the universal human rights as it is of the self-determination. Shona McAlpine aus Schottland ruft den Teilnehmern zu. This means that for the next 5 years, Scotland is a pro-independence country. And hopefully, at the end of that 5 years, we will have a second referendum. And this time, we will win that referendum. Thank you.
Maite Iture aus dem Baskenland. We have to show everyone who we are and who we want to be in the future. We want respect. We respect others also, but we want respect for our destiny. Thank you. Eskerrik asko and freedom. Aus Flandern bat der Balk. Das Gefühl, eines staatlosen Volkes anzugehören, soll endlich der Vergangenheit angehören. Ich bin mir sicher, dass diese Generation von jungen und motivierten Südtirolern das Schicksal Roms in dieser wunderschönen Region endgültig besiegeln wird. Südtirol, weg von Rom, Flandern unabhängig. Heimat in Bewegung, los von Rom. Tausende Tiroler ziehen am Nachmittag durch die Stadtgasse von Bruneck. Auch hier wieder ein beeindruckendes Fahnenmeer und hoffnungsvolle Gesichter. Der Schützen Elmar Thaler. Ich bin wirklich überwältigt, was sich heute hier abgespielt hat und wie viele Leute hier nach Bruneck gekommen sind, um mitzutun. Genau so bringen wir unsere Heimat weiter. Genau so ist es richtig. Und immer wieder müssen wir erfahren, dass grundlegende Entscheidungen nicht von unseren Landespolitikern getroffen werden, die man zur Not auch abwählen könnte, sondern von unendlich realitätsfernen Politikern im noch viel ferneren Rom. Wir sind das Volk und nur wenn wir unsere Stimme erheben, wird sich etwas verändern. Es gibt zwar keine Garantie für die Zeit nach der Loslösung von Italien, aber für den Fall, dass wir bei Italien bleiben, gibt es noch viel weniger Garantien. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und deshalb braucht man eigentlich nur drei Buchstaben und die heißen tun. Wir müssen etwas tun für unsere Unabhängigkeit und dann funktioniert es auch. Und es gibt von dieser Heimat nun mal keine zweite im Kofferraum. Und deshalb, und genau deshalb, müssen wir auch bereit sein, für unsere Heimat etwas zu tun. Hier und heute, morgen, los von Rom, alle Tage. Los von Rom! 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 Zum Abschluss wird die Stimmung von der bekannten österreichischen Musikgruppe Die Seher angeheizt. Der zweite Unabhängigkeitstag dieser Art übertraf alle Erwartungen. Weit über 10.000 Personen besuchten die Veranstaltung. Es bleibt die Hoffnung, dass sich der Ist-Zustand schon in absehbarer Zeit ändern wird. Unrechtsgrenzen können in Europa friedlich richtiggestellt werden. Das hat die Geschichte bereits gelehrt. Auch Deutschland wurde 1989 unerwartet und entgegen aller Voraussagen wieder vereint. Es braucht den Mut zum Bekenntnis. Denn nichts ist für immer und nichts ist für die Ewigkeit.